Ja, und hier machen sie jetzt wieder solche Sachen. Mal gucken. Da ist ein Tetris-Stein. Da ist der halbe Millennium-Falken. Nur spiegelverkehrt, also von der Unterseite her. Also so hier. So, Millennium-Falken. mit sehr viel Fantasie natürlich. Warum hast du jetzt nur 12, bitte? Ach, du hast 20 und da was liegen lassen. Gut, fertig. Das ist ein Fliegenteppich.
Ah, sie haben schon. Naja, okay, die Hälfte ist es noch nicht von der dritten Ebene weg. Dritte Ebene ist zum Glück schon ziemlich löcherig. Du kannst da bleiben. So. Ein bisschen micromanagen, versuche ich sie schon noch. Ein bisschen zu micromanagen. Oh, sie füllen jetzt endlich mal auch wieder hier normal auf. Er springt da runter. Was macht er jetzt? Läuft da hoch. Auch gut. So, das aufsammeln. Ach so. Komm her, Kame. Mach das sauber.
Weiter außenrum kannst du nicht laufen. Also ja, Wegfindung ist manchmal im Spiel sehr seltsam. Und die Sonne geht unter. Und es wird mal wieder sehr dunkel. Wobei noch geht es. Ja, schön gemacht. Mal wieder. Es liegen zwei da unten. Tux, mach du mal das da weg. Dann spring hier runter. Sammle die beiden ein und dann kannst du weiterarbeiten. Was zur Hölle ist hier wieder passiert? Naja, okay. Egal. Das kriegen die auch so hin. Ich glaube ganz fest an euch Jungs, dass ihr das alles hinkriegt.
Okay, jetzt sind wir langsam da an der Stelle, wo es hier schmaler wird. Die Treppen verlieren auch langsam hier an Stufen. Die Steine sind despawned. Warum haben die da die Treppen? Warum? Ach so, das. Das sind die Jungs von hier. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen. Also tatsächlich die gesamten Treppen hier weg. Na, wir sind bald wieder auf die Hälfte unserer Steine runter. Sieht man auch ziemlich gut, ziemlich vieles wieder leer. Bis auf die zwei hinteren. Und die Hälfte von dem hier. Also wenn wir die neu nehmen und hier rüber tun. Da wären auf jeden Fall zwei ziemlich leer. Ja.